Hallo bei Checkpot. Das hier ist unser wunderschöner Jutebeutel Birgit und da ist heute was ganz Besonderes drin, nämlich der goldene Checkpot 2014. Den wollen wir heute verleihen an die Stadt Haltern, denn ihr habt entschieden, dass die Stadt Haltern am See die besten Freizeitmöglichkeiten hat. Und ich stehe hier jetzt direkt am See und treffe mich mit dem Herrn Löbbing. Mal gucken, wo ich ihn finde. Es hat inzwischen Tradition. Nach jeder erfolgreich absolvierten Checkpot-Staffel verleihen wir einen Preis, den goldenen Checkpot. Der soll Städte im Ruhrgebiet belohnen, wenn sie ganz besonders attraktive Freizeitmöglichkeiten im Angebot haben. Den ersten goldenen Checkpot hat damals die Stadt Bottrop bekommen, über den zweiten konnte sich die Stadt Hamm freuen. Und jetzt ist es Zeit, den dritten Preis zu verleihen. In der dritten Checkpot-Staffel haben wir 10 kleinere Ruhrpott-Städte besucht und die dann auf unserer Facebook-Seite wieder zur Auswahl gestellt. Und ihr habt euch bei der Abstimmung eindeutig festgelegt, auf Platz 3 steht die Stadt Bergkamen mit 39 Stimmen. Platz 2 belegt die Stadt Herdecke mit 44 Stimmen und ganz klar auf Platz 1 mit 95 Stimmen die Stadt Haltern am See. Neben mir steht jetzt der Leiter der Stadtagentur Josef Löbbing. Herr Löbbing, die Stadt Haltern hatte sich im Voting auf Facebook gegen 10 andere Ruhrpott-Städte durchsetzen können, hat damit die besten Freizeitmöglichkeiten im Ruhrgebiet im Jahr 2014. Wie fühlt sich das an und wie erklären sich diesen Erfolg? Also zum einen überrascht das zunächst mal so wahnsinnig nicht, weil Haltern schon seit vielen, vielen Jahren eine Ausflugsstadt ist und auch deshalb schon alleine diese Zahl von Freizeiteinrichtungen hat. Wir freuen uns natürlich darüber, dass es immer noch so gesehen wird von den Städten im Ruhrgebiet. Wir merken das natürlich auch im Laufe des Jahres. Wir können ja berechtigterweise sagen, dass wir über 3 Millionen Tagesbesucher hier verfügen und die rekrutieren sich natürlich in erster Linie aus dem südlichen Bereich, nämlich dem Bereich des Ruhrgebietes. Wir haben ja jetzt schon mehrere von diesen goldenen Checkpötten verleihen dürfen und da gab es selbst bei den Siegerstädten immer wieder viel Lob, aber auch Kritik und bei der Stadt Haltern war das anders. Da gab es eigentlich nur Lob. Wie erklären Sie sich das? Ja, zum einen, dass wir schon natürlich sehr lange ein Ausflugsgebiet sind. Da kann man also im Laufe der Jahre schon einiges, was früher halt kritikwürdig war, beseitigen. Das gab es mal mit der Verkehrsführung. Es gab früher ein Schienennetz, was zu Blockaden geführt hat. Es gab viele andere Dinge. Heute immer noch natürlich ein Parkproblem in den Sommertagen, insbesondere an den Seen, an der Zubewegung. Sie merken das jetzt heute zu Pfingsten. Es wird wahrscheinlich dort auch wieder zu großen Staus kommen. Aber in vielen Bereichen wurde halt der Bereich Fremdenverkehr, Tourismus, touristische Einrichtungen entwickelt dahingehend, dass man eben halt keine Kritik mehr einstecken muss. Und jetzt sind alle zufrieden, ne? Was sind denn so Ihre Lieblingsplätze in Haltern? Das sind natürlich die Seen, gar keine Frage. Und auch, weil ein wenig Geschichtsinteresse da ist, die gesamte Römergeschichte in Haltern, das Römermuseum, insbesondere an Tagen wie heute wird das sehr schön sein. Man kann zum einen eben die Sonne genießen am Strand, man kann aber auch die klimatisierten Räumlichkeiten im Römermuseum genießen. Wer also die Sonne nicht mag, dort ist eigentlich jetzt das angenehmste Klima in Haltern. Haben Sie sonst noch Lieblingsplätze im Ruhrgebiet? Im Ruhrgebiet natürlich auch. Klar, es ist ja nicht nur so, dass man hier in der Stadt die Natur erleben will. Man kann auch in einigen Städten des Ruhrgebietes wunderbare Sachen erleben. Das tun wir und meine Familie natürlich auch. So, genug gequatscht. Unsere Zuschauer haben sich entschieden, dass die Stadt Haltern die besten Freizeitmöglichkeiten hat. Und deswegen bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, Ihnen den goldenen Checkpot 2014 feierlich zu überreichen. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit. Halten Sie ihn in Ehren. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Vielen, vielen Dank, das werden Sie tun. Ihr werdet einen Ehrenplatz bekommen in unserer anerkannten Touristinformation im Alten Rathaus, damit die Gäste, die uns gewotet haben, auch sehen, dass das Ergebnis auch angekommen ist. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich besonders darüber, dass auch am See draufsteht, denn so heißt Haltern seit vielen, vielen Jahren. Aber einige haben es noch nicht mitbekommen. Vielen Dank. Wie jedes Mal verleihen wir ja auch noch einen zweiten goldenen Checkpot und den bekommt der Jonas von We Love Haltern. Sag mal, We Love Haltern, was ist das eigentlich? We Love Haltern ist ja eine Internet-Community, maßgeblich per Facebook. Die haben wir vor 4 Jahren gegründet, einfach weil wir Haltern so toll und stark finden und dachten, da lässt sich was draus machen und wollten da irgendwie die Leute auch sammeln, die bei Facebook unterwegs sind. Mittlerweile ist Facebook ja recht groß geworden und auch We Love Haltern mit jetzt knapp 9.400 Fans, die wir da auf der Seite haben. Der größte Teil tatsächlich aus Haltern oder Fans von Haltern, die uns gerne besuchen kommen. Und da wird sich täglich ausgetauscht über
auch diverseste Sachen, von Fundstücken bis hin zu verlorenen Katzen, aber natürlich auch Ausflugstipps und Videos und alles, was irgendwie Haltern und die Region beschäftigt, wird da eben gepostet und von den Menschen kommentiert und geteilt. Im Voting hat sich ja Haltern ganz klar durchgesetzt. Wie erklärst du dir das? Überrascht dich das? Das überrascht mich gar nicht, weil Haltern hat einfach die besten Ausflugsziele. Haltern ist die beste Stadt, die es gibt, also auch im Checkpot-Sektor und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Ja, daher überrascht mich überhaupt nicht. Du hast ja diesen Ort hier ausgesucht für unser Treffen. Wo sind wir genau und welche Geschichte steckt hier dahinter? Das hier ist der schöne Biergarten Jupp unter der Böcken. Nicht nur bei Sommerwetter ist das einfach ja, der Ausflugsort in Haltern, wo man schön mal nach Feierabend hin kann oder auch am Wochenende ein lecker Stück Kuchen essen. Hier bin ich recht gerne, weil man sieht von hier oben auch direkt den See. Man kann hier diverse bayerische Gerichte essen und haben halt eine sehr tolle Story dahinter. Diesen Biergarten gibt es schon ganz lange, schon seitdem der See gebaut wurde. Und von so einer kleinen Holzhütte haben die sich immer weiter vergrößert, bis jetzt hier halt so ein richtig stattlicher, großer Biergarten steht. Also ganz spannende Geschichte. Ja, schön. Hast du noch weitere Lieblingsorte hier in Haltern? Definitiv. Da fällt es mir wirklich schwer, genau einen auszusuchen. Die ganz guten Orte kennen auch nur die Halteraner und die Halterner, die sich auf Wheel of Haltern versammeln und auch dort, die sicherlich nicht preisgeben werden. Das sind so ein paar geheime Stellen vielleicht, die wir haben, die aber auch einladen, jetzt andere Leute irgendwie, dass sie diese Orte entdecken können. Okay, da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Also bei Geheimtipps bin ich immer ganz vorne mit dabei. Aber noch eine weitere Frage. Gibt es Lieblingsorte von dir im Ruhrgebiet? Im Ruhrgebiet? Ja, außerhalb von Haltern ja, gibt es ganz klar die üblichen Metropolen irgendwo nach Essen etc., wo man halt gerne mal hinfährt. Allerdings muss ich sagen, am Wochenende bei so einem Wetter wie jetzt, also das Wetter ist immer so, ne? Also das ist jetzt nicht nur eine Ausnahme, das ist in Haltern tatsächlich immer schönes Wetter. Und ja, an solchen Tagen ist das Ruhrgebiet bei uns zu Gast und da brauchen wir gar nicht dahin fahren. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ich möchte auf jeden Fall jetzt ebenfalls feierlich den Goldenen Checkpoint 2014 verleihen. Viel Spaß damit. Vielleicht postest du auch mal für die Wheel of Haltern-Fans ein kleines Foto. Ja, sicher. Also da sage ich auch im Namen von Wheel of Haltern Dankeschön. Und ja, der jetzt im Wheel of Haltern in der Zentrale den Becher aufzubewahren, macht ja keinen Sinn. Das heißt, ich habe mir überlegt, wir sprechen gleich einfach mal mit denen hier von Jupp und de Böcken, ob wir den nicht hier irgendwo ausstellen können. Da kann sich den jeder mal ansehen. Ne? So sieht er aus, funkelt schön. Raus trinken muss nicht jeder. Das ist unserem Archibald dem Affen vorbehalten. Und ja, seid gespannt. Bei Jupp und de Böcken könnt ihr euch das Ding ansehen und ihr habt allen Teil davon irgendwie mit nach Haltern geholt. Super, vielen, vielen Dank. Ich danke. Moment. Da fehlt doch noch was. Was wäre die wichtigste Preisverleihung des Ruhrgebiets ohne? Genau, das obligatorische Selfie. Puh. Boah, ist das heiß heute, ey. Gott sei Dank hat uns der Jonas diese CD hier gegeben. Die ist nämlich echt ganz schön cool. Da ist so ein Lied über Haltern drauf. Können wir mal reinhören? Ja. Okay. Nikolaus mag Schnee, we love Haltern am See. Ja, echt super. Danke auf jeden Fall für das Geschenk. Das war's mal wieder mit dem goldenen Checkpot. Wir sehen uns das nächste Mal bei der nächsten Folge Checkpot. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. We love you mit Mayo, we love you mit Mayo, we love Sonnenuntergang am See. Heinz von AGD. Hier los. Wir machen ja auch jetzt einen Brand.